Hi, ich begrüße dich zum Montagsvideo Geiles Leben mit der Bachblüte Rockwater. Ich selbst habe in meinem Leben Bachblüten ganz als allererstes kennengelernt und deswegen möchte ich jetzt unbedingt mein Video über Bachblüten aufnehmen. Ich weiß nicht, ob du Bachblüten kennst. Es ist zum Teil total bekannt. Ich bin ganz überrascht gewesen, als ich vor Jahren gesehen habe, mittlerweile gibt es Drops mit Bachblüten. Es gibt Badeessenzen mit Bachblüten und es ist natürlich möglich, diese im Internet einfach frei zu kaufen. Das alleine macht die Bachblüten schon sehr interessant, weil sie vielleicht etwas leichter anzunehmen sind wie homöopathische Mittel, wenn man es selbst machen möchte. Was ich sehr gerne mag, sind, es gibt ganz viele verschiedene Bachblütenkarten. Das ist ein Set. Und Bachblüte, das ist der Dr. Edward Bach, der Blüten gefunden hat, die die Seele heilen. Es ging ihm selbst sehr schlecht, er war Mediziner, hat Konflikte gehabt mit der Medizin und hat dann für sich die Praxis zugemacht, ist in den Wald gegangen, hat mit Gott diskutiert und hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass das Heilung ist. Und ihm sind dann von den Gefühlen, von der Intuition, Situationen sind da entstanden, dass er Blüten gefühlt hat, wahrgenommen hat, wie diese Blüten, was die für Gemütszustände von einer negativen Struktur in die positive Struktur verwandeln. Die Herstellung ist ganz einfach. Die Blüten werden an einem wolkenfreien Tag vorsichtig gepflückt. Am besten ist, mit den Blättern werden die Blütenblätter gezupft. Man macht es auf sehr gutes Wasser und stellt es dann für einige Stunden in die Sonne. Diese Essenz, die dann entsteht, wo praktisch die Blütenenergie in dem Wasser ist, ist dann die Bachblütenessenz dieser Blüte. Es gibt 38, es sind nicht alles Blüten. Und heute möchte ich über Rockwater sprechen. Rockwater ist Quellwasser. Und als wir in Österreich wandern waren, haben wir so wunderschöne Aufnahmen von Quellen, von sprudelndem Wasser gesehen, erlebt. Mein Mann hat das mehrfach gefilmt, dass ich da stand und damals gesagt habe, du musst es unbedingt filmen, ich möchte so gerne mal über die Bachblüte Rockwater sprechen, weil es betrifft uns als Menschen und ich habe das Gefühl, es ist auch eine ganz wichtige, spezielle Blüte für deutsche Menschen. Um vielleicht noch mal jetzt kurz was zu sagen zu dem Thema, wenn dann die Essenz hergestellt ist, also wenn du es selber machen möchtest, egal welche Blüte der Bachblüten oder ich habe eben auch schon andere Blüten selbst hergestellt, von den Brombeerblättern, von der Brombeerblüte, gerne im Infokasten, setze ich da den Link drunter im Blog, darüber habe ich geschrieben und habe darüber berichtet, wie es mir damit ergangen ist. Diese Essenz wird dann mit Alkohol aufgefüllt, um sie haltbar zu machen. Die kleine Flasche, die du dann kaufst, die nennt man Stockbottle und aus dieser Stockbottle wird dann entweder der Tropfen so eingenommen, man kann es ins Badewasser machen oder man vermischt es. Es gibt ganz viele Bücher, die toll sind, um Bachblüten nachzulesen. Ich möchte jetzt eigentlich auf die Bachblüte Rockwater kommen, weil darum geht es mir. Vielleicht kennst du das Lied Hey von Andreas Burani, sei nicht so hart zu dir selbst, komm nicht auf Scherben zum Stehen. Es ist die klassische Überschrift von Rockwater. Rockwater sind Menschen, die total hart zu sich selbst sind, die sehr viel Selbstdisziplin haben, die sehr hohe Ziele haben, und wo dann manchmal die Freude, die Lust, die Akzeptanz des Lebens, die Hingabefähigkeit darunter verloren geht. Homöopathisch, ich habe schon mal ein Video über das Thema Nux Vomica veröffentlicht, wo auch so die Lebensfreude verloren geht. Es ist sich ein bisschen nahe, weil diese Menschen, die Rockwater haben, die werden auch manchmal durch diese Härte sehr harsch zu anderen, maßregelnd, besserwisserisch. Diese Härte, die da so zu spüren ist, von diesem negativen Aspekt von Rockwater, ist eben, dass ich hart zu mir selbst bin, aber eben auch ganz oft hart zu anderen Menschen bin. Ich urteile hart und ich verurteile hart. Im Internet ist ganz viel los an Urteilung und Verurteilung mit sehr viel Härte, mit sehr viel Druck. Wenn du die Bachblüte Rockwater einnimmst oder wenn du jetzt einfach zwischendurch diese Bilder mal genießt von dem sprudelnden Wasser oder die Bachblüte kaufst oder wenn du so ein Kartenset aus irgendwelchen Büchern, auch da, ich schreibe unten in die Infobox das Buch, das ich seit vielen, vielen, vielen Jahren benutze. Die Bachblütenkarten sind etwas altmodisch, es gibt vielleicht optisch schönere, aber für mich haben sie eine ganz große Qualität, weil vorne drauf das Bild ist, auf der Rückseite eben der positive und dann der negative Zustand sehr gut erklärt ist. Das heißt, wenn du dich mit der Bachblütenenergie, mit der Heilfrequenz dieser Bachblüte beschäftigst,
dann kommst du aus dem negativen Zustand erstmal in das Bewusstsein, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wo bin ich vielleicht hart zu anderen, wo bin ich vielleicht hart zu mir und was wünsche ich mir denn eigentlich wirklich? Und ich glaube, Disziplin ist was Tolles. Wenn ihr jetzt seht, wie viele Montagsvideos ich schon gedreht habe, da gab es schon Tage, wo ich auch mal Disziplin brauchte und ich sage, so, ich setze mich jetzt hin, ich mache jetzt das Drehbuch, das muss jetzt bis zum Montag fertig werden. Es ist jetzt völlig wurscht, was ich fühle, was ich tue, was ich denke, was ich gerne hätte. Jetzt wird gedreht, jetzt wird gemacht. Manchmal hat Disziplin eben was sehr Geniales und ich glaube, deswegen sind wir Deutschen natürlich auch ein Volk, das ganz viel erschaffen hat, weil wir diese Disziplin besitzen und im Positiven auch manchmal diese Durchbeißungskraft, diese Durchsetzungskraft, weil wir die haben, sagen, ich mach das jetzt aber. Aber wenn dieses Harte zu hart wird, dann können Krankheiten und Schmerzen kommen. Wenn du schon mal was davon gehört hast, dass Bachblüten auch zu Energiemeridianen gehören, das gehört zum Gallenblasenmeridian. Und wenn der verspannt ist, dann können wir zum Beispiel Migräne bekommen, Schulterschmerzen bekommen. Das heißt, Gelenksentzündungen durch dieses Verhärtende, durch diese Verspannung, Rückenschmerzen, Herzbeklemmungen, alles was mit Verkrampfung zu tun hat. Es können auch degenerative Prozesse im Körper stattfinden, an der Hüfte, an den Gelenken. Wenn ich mich die ganze Zeit so zusammenziehe und sage, ich muss das jetzt, ich muss diese hochgesteckten Ziele erreichen, da kann ja nur was kaputt gehen. Durch die Reibung sich was entzünden, dass der Körper sich immer wieder verkrampft. Die Transformation. Jetzt, wenn ich plötzlich verstehe, es gibt eine gute Mischung zwischen Ideale haben und Freude haben, etwas erreichen zu wollen. Und das merke ich immer, wenn ich diese Härte entwickle, ich muss jetzt die Montagvideos machen. Dann erinnere ich mich, was meine eigentliche Idee war. Ich möchte ein Stückchen dazu beitragen, dass Wissen transportiert wird, dass Menschen sich auch selbst helfen können. Natürlich rufen mich immer wieder Menschen an und sagen, oh, das ist aber teuer, die Beratung, gehen bei mir auch am Telefon. Klar, man muss ja auch nur 20 Minuten oder eine halbe Stunde machen. Das ging hier auch und das vielleicht auf 3 Monate verteilen. Lieber 3 Monate 20 Minuten anrufen, wird ja bei mir zeitanteilig bezahlt. Aber auch da, wenn der Mensch so hart ist, dann sieht er nur, ich kann das nicht, ich habe das nicht, dann sind da so Mangelgefühle. Und die Transformation ist, einfach diese Freude zu fühlen, dass ich ein Stück entschieden habe, ich gebe auch was gratis, dass Menschen sich weiterentwickeln können. Und ich bekomme super, super viel Feedback, auch von meinen Patienten, die ich über Jahre schon habe, dass sie sagen, Mensch, manchmal brauche ich dich gar nicht anrufen, da klicke ich einfach intuitiv in irgendein Video rein, ich schaue mal bei dir im Blog, ich bin froh, dass ich bei Facebook bin, weil deine Facebook-Fanpage, die gehört dazu, dass ich immer wieder, wenn ich mal was lese, denke, ah, stimmt ja, und dann vielleicht friedvoller mit meinem Kind umgehen kann. Das heißt, die Vision, die Faszination, was ist es so in dir, bevor dein Herz schlägt? Hingabe entsteht da nämlich, dass man Lust hat, das zu machen, dass man Freude hat, das zu machen. Und eins, was ich ganz, ganz besonders liebe an der Aufstellungsarbeit, ist, dass die Aufstellungsarbeit auch mir, egal wie oft ich sie mache, egal wie lange ich es unterrichte, Kurse mache, DVDs aufgenommen habe, die Coachings da verkaufe, wo teilweise ja Aufstellungen drin sind, diese Inspiration, die ich selbst daraus erfahre, aus dieser Hingabe, ob es vor der Kamera ist oder mit Patienten oder wenn ich ganz alleine bin, das ist eigentlich egal. Das heißt, durch diese Hingabe entsteht so eine ganz tiefe Freude, dass ich für mich an dieser Stelle auch merke, das macht meinem Leben Sinn. Das schenkt eine Befriedigung in meiner Seele. Und das Erstaunliche ist, dass ich dann ganz oft flexibler werde. Nämlich, dass ich nicht so hart bin und denke, oh, ich muss es jetzt so und so durchziehen, sondern dass ich zum Beispiel mit meinem Mann dann schon mal 3 Minuten, bevor wir angefangen haben zu drehen, den Titel geändert habe, den Inhalt verändert habe, weil ich gemerkt habe, oh, das ist ja jetzt viel, viel wichtiger für dich, für den Schauer, den User, den Leser, wen auch immer. Dass ich plötzlich merke, es ist wichtig, dass ich nicht aus meiner Sicht immer nur schaue, sondern dass ich aus deiner Sicht schaue, was brauchst du denn? Nicht nur, was möchte ich denn geben? Und diese Hingabe, diese Freude, diese Wundergefühle, die machen dann noch was, dass der Lebensfluss sich so auf eine ganz spezielle Art öffnet, dass man so das Gefühl hat, oh, heute fluppt's wieder, heute könnte ich auf dem Tisch tanzen. Und sicherlich, hoffentlich hast du schon Tage in deinem Leben erlebt, wo du den Eindruck hast, egal wo ich hinkomme, alles geht prima.
Ich komme dahin, es gibt einen Parkplatz, ich bin die Erste an der Kasse, ich habe passendes Kleingeld. Und das Erstaunliche ist im Leben, dass man an diesen Situationen ganz viel Freude haben kann, obwohl es unbedeutend ist, ob ich jetzt 7,23 Euro hinlegen kann oder ob ich einen Zehner gebe und Rausgeld bekomme. Aber es gibt Tage, da macht das was mit einem, dass man schmunzeln muss, dass man so merkt, jetzt ist das alles so im Fluss. Und dieser gefühlte Lebensfluss, der macht, dass wir selbst uns in unser Leben verlieben können und dass wir das Gefühl haben, boah, habe ich ein geiles Leben. Das ist ja super. Das läuft ja einfach. Klar, für mich ist es schwierig, in Anführungsstrichen, weil mich rufen ja immer die Menschen an, wo es nicht läuft. Sonst würden sie mich ja nicht anrufen und mit mir einen Termin machen. Und letztendlich bin ich ja so ein Stückchen der Transformator, dass ich dann sage, hey, guck mal, wenn du das Mittel nimmst, wenn du in der Aufstellung den Satz sagst, dann kommt dein Leben wieder in Fluss. Und dann sagen viele oder schreiben mir später eine E-Mail, oh, danach habe ich mich total entspannt. Oder ganz oft höre ich nach Aufstellung am Telefon, dass Menschen sagen, oh, ich fühle mich schon so viel leichter. Das heißt, das, was in Fluss gekommen ist. Wenn du aber keine Aufstellung magst oder gerade nicht weißt, wie du das überhaupt finanzieren sollst, wie du das machen sollst, ob du das willst, ob ich jetzt wirklich der richtige Mensch für dich bin oder ob irgendwas anderes für dich passt, dann fühl mal, wenn du dich mit der Bachblüte Rockwater beschäftigst, dich darauf einlässt oder dieses wunderbare Bild siehst von diesem plätschernden Quellwasser, dass du spürst, wenn man selber herstellen würde, würde man von diesem Quellwasser etwas hinstellen und sich mit Sonnenenergie auftanken lassen, dass es dann diese Energie bekommt, die zur Transformation hilft, dass du spürst, dass du nicht so hart zu dir selbst bist, dass du nicht auf Scherben stehen bleibst, weitergehst, dich deinem Fluss des Lebens anvertraust und vielleicht einfach manchmal spürst, wow, es macht mich total traurig, ich habe aber Angst, ich fühle mich aber ohnmächtig, ich bin aber ausgeliefert. Schau vielleicht nochmal andere Videos an, komm zu deiner Power. Viele Dinge, die dir helfen können, dass du in deine Kraft, in dein Potenzial kommst. Und Rockwater soll, darf dir diese Woche dabei helfen, von der Idee, dass wenn es bei dir klemmt, dass du einen Menschen oder etwas findest, wo du spürst, da geht's weiter, da kommst du wieder in den Fluss deines Lebens, um dann ein geiles Leben zu haben. Das wünsche ich dir.